Abend, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir also zu den Auswirkungen des Unfalls. Ich will dazu kurz was über die Situation in den ersten Tagen, über Kontaminationen in der Umgebung, also gemeint damit ist jetzt Landfläche im Meer, und zu erwartenden weiteren Entwicklungen sagen und dann ein kurzes Fazit ziehen. Zunächst zu den ersten Tagen. Das ist ein Bild, was Sie vielleicht schon mal gesehen haben, oder es gibt davon verschiedenste Ausführungen. Also ein wildes Gezappel von sogenannten Ortsdosisleistungen über die Zeit. Also die Zeit ist, hier unten ist die Zeitachse, hier ist die sogenannte Dosisleistung, also irgendwelche Dosen pro Stunde, die da gemessen werden. Also wenn man sich da eine bestimmte Zeit aufhält, hat man eine bestimmte Strahlenbelastung, die von der Höhe dieser maximalen Werte abhängt. Und da sieht man also enorme Spitzen, dann geht es wieder runter. Das ist für verschiedene Punkte, hauptsächlich auf dem Anlagengelände, sind diese hohen Werte gemessen worden. Und man hat dann später versucht, das irgendwelchen Ereignissen zuzuordnen. Also hier wird ein Block 3 Venting, wird also Druck abgelassen. Hier explodiert der Block 3, da explodiert der Block 2. Also man kann das so ein bisschen zuordnen, aber es sind eben reine Dosisleistungen. Und man sieht daran nicht, wie viel Radioaktivität da freigesetzt wird und vor allen Dingen nicht, welche Radionuklide da eigentlich gerade in der Umgebung sind. Die nächste Folie ist eine, da hat man also versucht, auf dem Anlagengelände, das ist also jetzt hier wirklich nur das Anlagengelände von den vier Blöcken, da verschiedene Dosisleistungswerte so zusammenzutragen. Und da sehen Sie also Werte, die sind bei 0, irgendwas. Es gibt aber auch Werte, die sind bei über 100 oder auch über 200 Millisievert pro Stunde. Also 50 Millisievert pro Jahr wäre der Grenzwert für die Arbeiter dort. Ab einigen tausend Millisievert hat man tödliche Strahlenbelastungen. Das heißt, man kann auf dem Gelände also sich auch nicht einfach so frei bewegen, sondern man muss da als jemand, der dort wichtige Arbeiten zu erledigen hat, auch damit rechnen, dass man sehr hohen Strahlenbelastungen ausgesetzt wird. Also eine ganz schwierige Situation. Ja, das waren also so wesentliche Erkenntnisse, die man zunächst mal hatte. Und jetzt ist die Frage, was hat also da eigentlich alles noch gefehlt, was man zur Lagebeurteilung gebraucht hat? Also es war eben unklar, welche Radionuklide da eigentlich freigesetzt worden sind. Man konnte sich natürlich denken, dass da Kerne möglicherweise schon beschädigt sind. Aber diese genauen Uhrzeiten, die mein Kollege vorhin genannt hat, das wusste man damals noch nicht so. Man konnte sich da zwar einiges zusammenreimen, aber sich keinesfalls da sicher sein. Und davon, wie weit so ein Kernschaden fortgeschritten ist, hängt eben ab, welche Radionuklide freigesetzt worden sind. Warum muss man das wissen? Also es ist sehr wichtig, dass man eine Prognose hat, wie die Luftkonzentration und auch die Ablagerungen auf dem Boden in der Umgebung sein werden. Da nimmt man normalerweise sogenannte Quelltherme. Also Quelltherme ist dann das, was da an Becquerels von den einzelnen Nukliden freigesetzt wird. Das wird gekoppelt mit meteorologischen Daten, die man üblicherweise zur Verfügung hat durch Messstationen. Und dann kann man da eine schöne Prognose machen und sieht dann, wo man evakuieren muss, wo man die Leute in den Häusern halten muss, wo man Jodtabletten ausgeben muss und vor allen Dingen auch, wo man sie einnehmen muss. Das war alles nicht bekannt. Man hat über 1 Million Jodtabletten ausgegeben. Es ist aber wenig darüber bekannt, ob sie eingenommen wurden oder wo sie eingenommen wurden, weil eben dazu keine Informationen an die Bevölkerung gegeben werden konnten. Ja, warum sind diese Defizite gewesen? Also ich habe hier nur drei Punkte mal zusammengestellt. Also eine Sache, man braucht natürlich irgendeine Zentrale, von der man sowas alles ausleitet. Und da war auch so etwas vorgesehen in einigen Kilometer Entfernung von der Anlage. Dieses Gebäude stand aber nicht zur Verfügung. Also es war gegen solche Ereignisse nicht ausgelegt. Es hatte auch keine autarke Energieversorgung etc. Also das war nicht mehr machbar. Dieses Prognosesystem hatte zwar den Namen Speedy, stand aber auch nicht zur Verfügung, weil die Eingabedaten eigentlich Messdaten gewesen wären. Diese Messdaten wurden nicht übermittelt, also gab es keine Prognosen. Eine sehr unangenehme Sache, also in Deutschland heißt dieses System RODOS, ist also ganz vergleichbar, hat aber nicht nur die Möglichkeit, dass man tatsächliche gemessene Werte eingibt, sondern auch Prognosen, die man
eben aus Überlegungen, wie könnte der weitere Unfallablauf stattfinden. Dann hat man eben irgendwelche Standardwerte, die werden dann einfach durch Mausklick übernommen und dann kriegt man da ziemlich schnell durch Einbeziehung der aktuellen Wettersituation dann sehr schöne Prognosen, wo man was zu tun hat. Das ist also hat nicht zur Verfügung gestanden. Ein besonderes Manko war auch noch, dass relativ geringe nukleidspezifische Messkapazitäten vorhanden waren. In Deutschland war das früher eigentlich auch so. Man hat aber nach Tschernobyl in Deutschland einiges auf dem Gebiet gemacht. Man hat also Labors besser ausgerüstet etc. Man hat auch ein flächendeckendes Netz von Ortsdosisleistungsmessungen seit Tschernobyl. Vorher hat man nur um die Kernkraftwerke herum gemessen. Da hat man gemerkt, dass es ungünstig ist, wenn aus Russland Radioaktivität über ganz Deutschland kommt und man sieht immer nur, wenn es am Kernkraftwerk vorbeigeht. Mittlerweile hat man also in Deutschland 2000 Messstationen relativ gleichmäßig verteilt, um genau sehen zu können, wie sich so eine Fahne ausbreitet. Man kann übrigens im Internet sowas auch sich anschauen. Man kann da sehen, wie es in Deutschland regnet, weil da steigt dann die Dosisleistung an, wenn ein Regengebiet über Deutschland zieht durch die ausgewaschenen Radonfolgeprodukte. Also man kann eine Fahne da sehr gut verfolgen. Diese Möglichkeiten hat es hier also auch nicht gegeben. So, jetzt noch etwas zu Radionukliden. Jod 131 ist sehr wichtig wegen der Schilddrüsenbelastung. Cäsium 134, 137 sowohl wegen der Nahrungskette, in die es übergeht, als auch wegen der Strahlung vom Boden her. Diese Radionuklide sind relativ gut verdampfbar, also sobald ein Kern deutlich aufgeheizt wird, treten die relativ bald aus. Sie werden auch gut gelöst im Kühlwasser, also auch wenn Kühlwasser irgendwo austritt, hat man sehr viel von diesen Radionukliden drin. Edelgase wie Krypton, Xenon werden noch viel schneller freigesetzt, also die sind praktisch zu 100% freigesetzt worden, sind allerdings radiologisch nicht ganz so bedeutsam, weil sie sich einfach verflüchtigen, sie lagern sich nicht am Boden ab, sie finden sich in keiner Nahrungskette. Wenn man sie einatmet, atmet man sie dann anschließend wieder aus. Dann gibt es so unangenehme Radionuklide wie Strontium oder auch noch andere schwerer flüchtige Ruthen, Lantan und so weiter. Die sind nur zu einem sehr geringen Anteil in die Umgebung gelangt, weil die Kerntemperaturen nicht ausgereicht haben, um größere Teile freizusetzen. Also auch zu einem geringeren Teil als in Tschernobyl. Dann gibt es schließlich noch Uran und Aktiniden wie Plutonium und so weiter, die relativ gut fixiert sind und auch praktisch nur auf dem Anlagengelände selbst in Spuren messbar gewesen sind. Das heißt, es ist eigentlich nur ein kleiner Teil der Radionuklide freigesetzt worden. Man würde eigentlich bei schweren Kernschmelzunfällen auch in Reaktoren der Bauart wie in Deutschland erwarten, dass bei bestimmten Unfallabläufen da auch Uran und Aktiniden im Prozentbereich freigesetzt werden könnten, Strontium auch im Bereich von 50%, also nicht nur im Promillebereich, wie hier bei diesem ja auch sehr langsam eigentlich stattgefundenen Unfallablauf. Sie haben ja vorhin gesehen, manche Kerne haben erst 2, 3 Tage nach dem Unfallbeginn ihren ersten schweren Schaden tatsächlich bekommen. So, jetzt was zur Kontamination in der Umgebung. Jetzt habe ich hier erstmal eine schöne Karte von Trajektorien. Das weiß ich, ob Sie da irgendwas erkennen können. Das da ist Honolulu. Ist nicht besonders wichtig, aber das Einzige, was es hier gibt zwischen Japan und der anderen Seite des Pazifik, deswegen ist das hier eingezeichnet. Und das sind jetzt berechnete Ausbreitungen aus Deutschland, also mit Daten des Deutschen Wetterdienstes in dem deutschen Prognosesystem berechnet. Das sind jetzt hier diese Trajektorien in verschiedenen Höhen. Also wenn die Linie grün ist, dann ist die Fahne gerade zwischen 0 und 500 Meter. Gelb ist sie zwischen 500 und 1000 Meter über Meer. Da hinten, das sind verschiedene Freisetzungshöhen, weil man ja auch nicht so genau weiß, in welcher Höhe die Radionuklide freigesetzt werden, also durch die Thermik, durch Explosionen und so weiter. Zwischen 233 und 733 Meter variiert. Ja, das Interessante ist jetzt, man sieht hier, je nachdem, wann da frei oder in welcher Höhe freigesetzt wird, geht es dann mal rauf in große Höhen, hier ins Violette, bis also 5 bis 20 Kilometer Höhe, geht dann wieder runter in den orangenen Bereich hier weit hinüber. Andere Kurven gehen dann hier in den grünen Bereich schließlich wieder zurück. Diese Abstände der Punkte sind immer 12 Stunden. Man sieht also auch, das geht mal schnell, mal langsam.
da macht es irgendwelche Haken. Also es ist eine sehr komplizierte Prognose, aber man kann solche Prognosen machen, wenn man die Daten zur Verfügung hat. So, das nächste, ein Bild, was Sie wahrscheinlich auch schon oft gesehen haben, das besonders hochkontaminierte Gebiet hier, also die Anlage hier, eine ungünstige Situation, wo bei einer größeren Freisetzung der Wind eben mal nicht auf den Pazifik gegangen ist, sondern hier in diese Richtung geweht hat. Hier sieht man auch noch so Ausläufer, die sich dann noch weiter nach Süden ziehen. Hier hat sich dann einiges abgeregnet oder es ist auch durch Schnee in den Bergen niedergegangen. Ich habe diese Zahlen, die da oben stehen, hier ein bisschen größer hingeschrieben, damit Sie es lesen können. Zur Einordnung, diese roten und gelben Gebiete sollte man grob gesprochen am besten umsiedeln. Ein Teil davon ist auch schon umgesiedelt. In allem, was Sie hier sehen, hat man eigentlich massive Einschränkungen der weiteren landwirtschaftlichen Nutzung. Hier sehen Sie dunkelblau, also die niedrigste Farbe, die hier eingezeichnet ist, heißt auch nur kleiner 300.000 Becquerel pro Quadratmeter an Cäsiumisotopen. Das ist ein Wert, den hat man in Deutschland nach Tschernobyl im Extremfall an ganz wenigen Stellen gehabt. Das sind aber Stellen, wo auch heute noch Einschränkungen bestehen, zum Beispiel in der Vermarktung von Wildschweinfleisch. Also man sieht daran, dass also dass die Auswirkungen nicht auf dieses Gebiet hier begrenzt sind, sondern was jetzt landwirtschaftliche Nutzbarkeit und so weiter angeht, dass alles einen sehr viel größeren Raum einnimmt, was man da an Maßnahmen zu treffen hat. So, jetzt ein paar Dinge, die also dann zu beobachten waren. Also es gab Kontamination von Trinkwasser sehr früh, einfach dadurch, dass ein sehr großer Teil des japanischen Trinkwassers aus Oberflächenwasser kommt. Da sind also auch weit entfernt von Tokio zum Beispiel wird Trinkwasser gewonnen für Tokio. Da hat man in Tokio also auch Kontaminationen gefunden, einfach durch die Zuflüsse in diese Trinkwassergewinnungsgebiete. Kontamination von Blattgemüse zu erwarten, hat eine schöne große Oberfläche, war auch nach Tschernobyl überall zu sehen. Dann Kontamination von Süßwasserfisch, auch durch diese Einläufe in stehende Gewässer, wo dann also auch eine Aufkonzentrierung stattfinden kann. Kontamination von Rindfleisch war vor allen Dingen dadurch ein großer Skandal in Japan, dass Reisstroh vermarktet wurde, landesweit verkauft wurde, Rind damit gefüttert wurde und dann plötzlich die Kontrollen gar nicht mehr da waren, weil man nicht landesweit Rindfleisch kontrolliert hat und plötzlich merkte, da gibt es doch überall kontaminiertes Fleisch. Ja, Reis als wichtiges Nahrungsmittel auch sehr betroffen, auch im Moment noch in weiten Gebieten mit Vermarktungsverboten belegt. Pilze, Wildschwein, wie in Deutschland nach Tschernobyl besonders belastet und als eine neuere Meldung auch Kiwi. Etwas, was man vorher jetzt noch nicht so auf dem Bildschirm hatte, weil man sich damit vorher nie beschäftigt hatte. Aber so ist eben jede Pflanze etwas anders, was ihr Anreicherungsverhalten angeht. Und man muss immer wieder mit solchen Überraschungen rechnen. Gut, jetzt noch zum Meer. Hier sehen Sie unten die Zeit aufgetragen auf der logarithmischen Achse hier am Anfang. Also hier ist noch der April, also Anfang. Also auch noch nach einem Monat hier Konzentration von 100.000 Becquerel pro Liter und mehr, aber dann schnell zurückgegangen auf Werte, die jetzt bei 100 Becquerel pro Liter hier im Juni letzten Jahres liegen. Wenn man sich so etwas weiter von der Küste entfernt anschaut, in 15 Kilometer Entfernung, dann sind es eben hier noch 1.000 Becquerel pro Liter, ist also auch nicht unbedeutend. Hier das also Bereich von 10 oder hier nur noch die Nachweisgrenzen, das ist dann allerdings radiologisch nicht mehr so bedeutsam, aber es hat am Anfang schon sehr schnell hohe Kontaminationen von bestimmten Spezies gegeben, nämlich dem Seeaal, dem Sandaal. Es gibt jetzt sehr hohe Konzentrationen von Cäsium in Sediment, was sich da abgelagert hat, was auch jetzt sich da nicht mehr wesentlich aus dem Sediment fortbewegen wird, sondern nur mit der Halbwertszeit von 30 Jahren zurückgehen wird. Das wird also auch zukünftig noch zu Kontamination von Meerestieren und so weiter führen. Aber eben sehr abhängig von den einzelnen Spezies, weil es davon abhängt, wie sie in diese Nahrungskette über das Sediment eingebunden sind. So, noch etwas zur weiteren Entwicklung. Noch schnell zwei Bilder. Die schönen Einhausungen, die vermeiden sollen, dass weitere
luftgetragene Freisetzungen aus den Anlagen erfolgen. Das sind also keine Verbunkerungen, hier also jetzt die Verkleidung an dem Gestell, sondern damit soll erstmal vermieden werden, dass Regenwasser in die Anlagen kommt weiterhin und dass Radionuklide einfach durch Wind und so weiter ausgetragen werden. Ja, was man braucht, wären sehr genaue Kartierungen der Kontaminationen. Also auch in einem 1x1-Kilometer-Raster kann es sehr große Unterschiede geben. Da können auch Größenordnungen Unterschiede der Kontamination noch sein. Weitere Umsiedelungen sollten stattfinden, hatte ich schon erwähnt. Diese umgesiedelten Gebiete müssen auch viele Jahrzehnte aufrechterhalten bleiben. Das ist der Bevölkerung, glaube ich, auch noch nicht ausreichend klar gemacht worden, sondern eher Bestrebungen sind gemacht worden, diese Gebiete wieder freigeben zu können. Sehr wichtig, viele Vermarktungsverbote werden weiter bestehen müssen und es sind sehr intensive Kontrollen nötig, um auch zukünftige Veränderungen immer zu erfassen. Also es gibt da auch Jahresrhythmen, dass also irgendwann Kontaminationen auch wieder zunehmen, zum Beispiel im Herbst bei Wildfleisch, wenn das Wild wieder Pilze verzehrt, also oder auch bei Süßwasserfisch, je nachdem wie dieses Gewässer im Jahreszyklus umgewälzt wird. Das muss man also sehr genau verfolgen und das sind also sehr intensive Kontrollen, die auch im Meer notwendig sind, wobei da eher im Moment die Tendenz ist, die Kontrollen da weitestgehend zurückzufahren. So, jetzt also noch die letzte Folie mit dem Fazit. Der Unfall hatte eine Form, die so nicht vorhergesehen war und damit auch erhebliche Defizite in der Infrastruktur vorhanden waren. Also jetzt völlig unabhängig, dass Infrastruktur ja auch durch das Erdbeben zerstört wurde und durch den Tsunami. Man hätte notwendige Maßnahmen wie Evakuierung und so weiter schon sehr viel früher treffen können in den weiteren Gebieten. Man hat es ja sehr schrittweise immer nur gemacht, wenn man die entsprechenden Prognosesysteme gehabt hätte. Die Nutzungseinschränkungen werden noch lange bestehen bleiben. Dekontaminationsarbeiten zur schnellen Rückbesiedlung sind oft wenig sinnvoll. Gut, wenn Sie dazu nähere Ausführungen haben wollen, können Sie nachher fragen. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Möchte dann nur noch am Schluss nochmal zwei Dinge zu bedenken geben. Also wenn die Windrichtung anders gewesen wäre, dann hätten auch sehr viel größere Gebiete betroffen sein können von großen Kontaminationen. Und diese Freisetzungen, die ja stattgefunden haben, sind bei weitem nicht das, was maximal aus einem Kernkraftwerk bei einem Kernschmelzunfall entweichen kann. Also insofern schlimm gelaufen, aber es hätte noch schlimmer kommen können. Vielen Dank. Thank you.